Redensarten, Sprichwörter und Zaubersprüche sind ein weiteres Merkmal von Märchen. Ebenso Reime. Die böse Hexe fragt Hänsel und Gretel: Knuper, Knuper, Kneißchen, wer knuppert an meinem Häuschen? Die Kinder antworten ebenso mit einem Reim. Der Wind, das himmlische Kind. Um so von sich abzulenken. Märchen wie Hänsel und Gretel sind über Jahrhunderte immer weiter erzählt worden. Ihre Sprache ist deshalb eher altertümlich. Es kommen Wörter und Ausdrücke vor, die wir heute kaum noch kennen. Ein Taler ist ein Geldstück. Eine Stube meint ein Zimmer. Und das Wort lieblich, wenn etwas angenehm oder entzückend ist. Auch bei Hänsel und Gretel ist die Sprache manchmal altertümlich. Besonders, wenn die Hexe in Aktion tritt. Frühmorgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf. Und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin: Das wird ein guter Bissen werden. Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief: Steh auf, Faulenzerin, tragt Wasser und kocht dein Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen. Gretel fing an, bitterlich zu weinen. Aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Doch nur am Anfang. Denn bald wird Gretel eine drastische Lösung finden.